Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vorsicht, Verantwortung, Vertrauen, so lautet der Titel der heutigen Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Sie sprechen davon, dass Deutschland und Hessen seien bisher gut durch die Pandemie gekommen und erfolgreich, und es gäbe Grund, sich zu freuen. Und ich muss sagen, das ist doch ein Hohn angesichts von steigenden Infektionszahlen, von über 73.000 Toten, einer beschämend niedrigen Impfquote und Pflegekräften am Limit. Verschätzt, verzögert, versagt – das ist der Dreiklang, den Ihren Umgang mit der Pandemie aktuell beschreibt, meine Damen und Herren. Wir befinden uns längst in der anlaufenden dritten Corona-Welle. Die Infektionszahlen gehen wieder hoch. In den letzten 7 Tagen gab es 5.600 neue Fälle in Hessen, über 25% mehr als in den 7 Tagen davor. Die Inzidenz liegt bundesweit bei 83,7, in Hessen mit 89 noch darüber, Herr Ministerpräsident. Die Impfquote ist noch viel zu gering, um davon zu sprechen, dass man die Pandemie auch nur annähernd unter Kontrolle hätte. Nicht einmal 4% der Menschen in Deutschland haben vollen Impfschutz, und es gibt keine sinnvolle Teststrategie. Ja, wir haben die Instrumente, aber wir nutzen sie nicht, und das ist das Problem, meine Damen und Herren. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Hessen, gerade in Hessen, sind massenhaft Menschen gestorben, weil sie zu spät und zu wenig getestet wurden. Weil Sie viele große Teile Ihrer Rede ja darauf verwendet haben, Herr Ministerpräsident, zu sagen, für welche Versäumnisse Sie alle nicht zuständig sind, dafür sind Sie zuständig. Das liegt in Ihrer Verantwortung. Sie freuen sich darüber, dass die Infektionszahlen in den Pflegeheimen zurückgegangen sind. Aber zur Wahrheit gehört eben, dass 3.000 Menschen gestorben sind in hessischen Pflegeheimen. Und das können Sie doch nicht einfach ausblenden und hier sich selber loben für Ihre Teststrategie, meine Damen und Herren. Die Schulen wurden geöffnet ohne Luftfilter, ohne Teststrategie. Die Pandemie ist nicht unter Kontrolle. Sie droht gerade wieder völlig zu entgleiten. Und dann waren doch alle Entbehrungen und alle Kosten der letzten 4,5 Monate umsonst. Das Hin und Her mit dem AstraZeneca-Impfstoff sorgt gerade zusätzlich für Verunsicherung und droht, die Impfkampagne in ihrer Akzeptanz zu beschädigen. Dabei wäre ein schneller Fortschritt bei den Impfungen doch so wichtig. Gerade hat der Verband der medizinischen Labore Alarm geschlagen und gemeldet, dass die Quote der positiven PCR-Tests in der letzten Woche um 20% in die Höhe geschnellt ist. Das RKI prognostiziert mittlerweile, dass wir um Ostern herum höhere Infektionszahlen haben werden als an Weihnachten, wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert wird. Und auch die Intensivmediziner schlagen Alarm. Wir steuern auf eine Überlastung der Krankenhäuser zu, so die Vereinigung der Intensivmediziner, und das in einer Situation, wo die Pflegekräfte längst über dem Limit sind und sich immer noch um die Menschen kümmern müssen, die in der zweiten Welle erkrankt sind und zum Teil immer noch auf den Intensivstationen liegen, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig sind die Einkaufsstraßen, die Parkplätze von Möbelhäusern und Baumärkten im Land am Wochenende wieder voll. Ein erneutes exponentielles Wachstum droht, und diese Situation hat sich abgezeichnet. Die kommt nicht überraschend. Angesichts dieser Lage waren die Öffnungsbeschlüsse verantwortungslos, und sie gefährden die Gesundheit und das Leben von Menschen, weil die dafür notwendigen Bedingungen nicht geschaffen wurden. Ich habe ungläubig und fassungslos die Pressekonferenzen nach der letzten Bund-Länder-Runde verfolgt. Teststrategie muss man noch entwickeln. Gibt es ausreichend Tests? Muss man mal sehen. Impfen? Ja, ist noch Luft nach oben. Die Beschlüsse von Anfang März führen direkt in die dritte Welle, und sie gefährden das, was in 4 Monaten hartem Lockdown erreicht wurde und was den Menschen da abverlangt wurde. Und als Notbremse in Anführungszeichen wurde beschlossen, dass Öffnungen lokal zurückgenommen werden sollen, wenn die Inzidenz 3 Tage hintereinander bei über 100 liegt. Und nicht einmal daran wollen sich alle halten. Dabei haben wir doch im November gesehen, was passiert, wenn die Inzidenz erst über 100 liegt und wenn sie mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. Dann sind wir doch mittendrin im exponentiellen Wachstum. Dann haben wir wenige Tage später 120, 130, 140, 150. Und jetzt haben wir es doch noch mit den ansteckenderen Mutanten zu tun, die noch ansteckender und gefährlicher sind als das Virus im November. Je mehr Raum wir dem Virus lassen, desto höher ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwann eine Mutante entwickelt, die resistent ist gegen die Impfstoffe
Und das sage doch nicht ich hier, sondern viele Expertinnen, viele Wissenschaftler teilen diese Ansicht. Die Virologin Melanie Brinkmann etwa. Sie nennt die letzten Beschlüsse eine, Zitat, intellektuelle Beleidigung an alle. Sie wirft der Bundesregierung vor, die letzten Monate im Lockdown nicht genutzt zu haben, um Strategien zu entwickeln, wie die dritte Welle verhindert werden kann. Und als konkrete Maßnahmen empfiehlt sie eine effizientere Kontaktnachverfolgung, zügiges Impfen und intelligentes Testen. Alles Maßnahmen, die seit Monaten möglich wären, aber einfach nicht vernünftig umgesetzt werden. Ja, alle sehnen sich nach Öffnungen, insbesondere die Menschen, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Aber die Regierungen haben völlig versagt, die dazu notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Impfquote liegt bei 8% bei der Erstimpfung, und es gibt nicht genug Impfstoff, und die Organisation von Impfterminen ist stellenweise chaotisch. Die Gesundheitsämter wurden noch immer nicht personell und technisch so ausgestattet, dass sie die Kontaktverfolgung wirklich, Nachverfolgung wirklich leisten können. Und Sie freuen sich ernsthaft darüber, Herr Ministerpräsident, dass die Gesundheitsämter nach einem Jahr an ein einheitliches System angeschlossen sind. Nach einem Jahr. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das hätte schon seit einem halben Jahr mindestens so sein müssen. Darüber muss man sich doch nicht freuen, dass man das innerhalb eines Jahres dann irgendwann mal hinbekommt. Es gibt keine Teststrategie. Es gibt keine flächendeckende Versorgung mit kostenfreien Tests. Und dass nun ausgerechnet die Minister Spahn und Scheuer die Taskforce-Testlogistik leiten, na, das ist schon grotesk. Also gerade Verkehrsminister Scheuer, der so ziemlich alles vermasselt hat, was er als Minister je angepackt hat, soll sich jetzt um die Taskforce-Teststrategie und um die Testbeschaffung kümmern. Das kann doch nicht funktionieren. Der Wert der 35er-Inzidenz, die wurde einfach vom Tisch gefegt, als klar wurde, dass die Zahlen immer noch drüber liegen. Statt also sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlen nach unten zu kriegen, wurden einfach die Werte erhöht. 100 ist jetzt das neue 50. Inzidenzen dürfen aber doch nicht nach wirtschaftlichen Interessenslagen angepasst werden. Das gefährdet Menschenleben, und das ist doch auch aus wirtschaftlicher Sicht dumm, und das ist doch kurzsichtig. So ist doch der nächste Lockdown vorprogrammiert. Und die Leidtragenden, das sind natürlich die Menschen, die erkranken. Aber das sind doch auch die Gastwirte und die Kulturschaffenden und alle die, die dann wieder nicht öffnen dürfen, weil hier ein Lockdown-Jojo organisiert wird, weil die Zahlen dann weiter steigen, weil die Notwendigkeit ist doch, dass wir die Zahlen nachhaltig runterkriegen, dass wir das Virus nachhaltig eindämmen und nicht bei einer Inzidenz von über 60, über 70, über 80 Lockerungen beschließen, die direkt in die nächste Welle führen, meine Damen und Herren. Und es gibt ja zumindest den Verdacht, der im Raum steht, dass diese Lockerungen auch mit den Wahlen des letzten Wochenendes zu tun gehabt haben könnten. Auch Sie, Herr Ministerpräsident, haben die Lockerungen ja so allererst auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung angekündigt. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit der Pandemie. Und das Selbstlob, das Ihre Rede durchzogen hat, ist vollkommen unangebracht. Wie erklären Sie das denn den Menschen, die Angehörige verloren haben durch Covid-19? Wie erklären Sie das den Menschen, die selbst schwer erkrankt sind und heute noch an den Folgen leiden? Stichwort Long-Covid. Wie erklären Sie das den Menschen, die als Ärzte und Pflegekräfte seit einem Jahr um das Leben von Covid-19-Patienten kämpfen, die unter schwierigsten Bedingungen Menschenleben retten, die Überstunden gemacht und auf Pausen verzichtet haben? Denen kann man doch jetzt nicht allen Ärzten sagen, hey, sind jetzt ein paar weniger Patienten auf Intensiv. Da habt ihr ja gerade wieder Kapazitäten frei. Dann öffnen wir doch aber einfach wieder ohne ausreichend Test, ohne ausreichend Impfschutz, ohne ausreichend Kontaktnachverfolgung. Das geht buchstäblich auf die Knochen der Beschäftigten in den Krankenhäusern. Und dann sprechen Sie auch noch davon, Herr Ministerpräsident, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet gewesen wäre. Was ist das denn für ein Signal an die vollkommen überlasteten Pflegekräfte, die seit Jahren um Hilfe rufen und die seit Jahren auf einen Pflegenotstand hinweisen, der lange vor Corona schon existiert hat, meine Damen und Herren? Ich habe mit Ärztinnen und Pflegekräften gesprochen. Und eine Ärztin hat mir erzählt, dass nur etwa 20% der Patienten die Covid-Intensivstation, auf der sie arbeitet, lebend verlassen haben. 20%. Und unter den Toten und schwer Erkrankten sind auch Jüngere. Sie erzählte mir, wie anstrengend die Versorgung der Covid-Patienten ist, die intubiert und regelmäßig gedreht werden müssen, körperliche Schwerstarbeit, schweißgebadet in dicken Schutzanzügen, die man nicht mal eben schnell ausziehen kann, um zur Toilette zu gehen oder etwas zu trinken.
Eine Pflegerin erzählte mir, dass sie sich abends völlig ausgetrocknet fühlt, weil sie fast nichts trinkt während der Schicht. Immer mit der Angst, dass das Virus irgendwann unter die Schutzkleidung kriecht und man zu Hause die Liebsten ansteckt. Die Covid-Patienten sind nicht wenige Tage auf der Intensivstation, sondern meist wochenlang. Und viele sind trotz allem Einsatz nicht zu retten. Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen um das Leben von Patienten unter schwierigsten Bedingungen, unter körperlichen Anstrengungen, mit der Angst, sich anzustecken, und das Tag für Tag, wochenlang. Und dann war alles vergebens, weil der Patient, weil die Patientin stirbt. Und das erleben Sie tagtäglich. Viele gehen weit über ihre körperliche und psychische Belastungsgrenze hinaus. Im letzten Frühjahr kam das alles überraschend. Da hat niemand mit dieser Pandemie gerechnet. Aber mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Und dieses Jahr wurde nicht genutzt, um die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern. Und deshalb fühlen sich die Pflegekräfte im Stich gelassen. Sie fühlen sich im Stich gelassen und sie fühlen sich vergessen. Und viele Pflegekräfte sind ausgeschieden oder denken darüber nach, den Beruf an den Nagel zu hängen. Nach einer aktuellen Umfrage rund 32% der Pflegekräfte. Und wer will Ihnen das für übel? Die geben alles, aber sie wollen sich auch nicht verheizen lassen. Für wenig Gehalt und mit der Aussicht auf Altersarmut und bei einer dauernden Überlastungssituation. Den Pflegenotstand gab es schon lange vor Corona, und selbst der Pflegebeauftragte der Bundesregierung ist alarmiert, nur daraus folgt nichts. Wo ist denn das Sofortprogramm für angemessene Bezahlung? Das wäre doch ein wichtiges Zeichen, dass nicht nur geklatscht wird, sondern dass vor allem gehandelt wird. Wo ist denn das Programm zur Finanzierung von ausreichend Personal und Entlastung in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Nicht mal dieser einmalige Pflegebonus kam bei allen Pflegekräften an, weil er so schlecht organisiert war und so merkwürdige Bedingungen enthalten hat. Und während manche Tag und Nacht um das Leben von Corona-Patienten kämpfen, bereichern sich andere schamlos an der Pandemie. Es ist erbärmlich, dass einige Bundestagsabgeordnete der CDU, CSU Hunderttausende Euro für Deals mit Schutzmasken erhalten haben, während andere Menschen in diesem Land sich um ihre Existenz sorgen. Dazu haben Sie nichts gesagt, Herr Ministerpräsident. Finde ich, kann man als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ja auch machen. Es ist doch bezeichnend, dass die CDU-Bundestagsfraktion ihre Abgeordneten jetzt aufgefordert hat, eine Ehrenerklärung abzugeben, dass sie sich nicht bereichern an einer Pandemie. Und gleichzeitig wählt dann die CDU in Mecklenburg-Vorpommern Philipp Amthor zu ihrem Spitzenkandidaten, der lobbyiert hat für Aktienoptionen und teure Reisen im Gegenzug. Das ist ja wirklich sehr glaubwürdig, meine Damen und Herren. Das Problem ist doch, das sind keine Einzelfälle. Das ist System. Das hat jahrelange Tradition in den Unionsparteien. Sie waren es doch, die über Jahrzehnte hinweg den erfolgreichen Kampf gegen Korruption verhindert haben. Eine CDU, die immer wieder die Offenlegung von Nebeneinkünften und Lobbyregistern und die Einführung von Lobbyregistern blockiert hat, sowohl in Hessen als auch im Bund. Und deswegen gilt leider Offenheit und Transparenz. Das sind und bleiben die größten Feinde der CDU. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass hier Konsequenzen gezogen werden. Wir brauchen keine Ehrenerklärungen, die freiwillig unterschrieben werden, sondern klare und verbindliche Regeln gegen Lobbyismus. Und dass sich Bundestagsabgeordnete in einer solchen Krise nicht derartig schamlos bereichern können, meine Damen und Herren. Und während einige wenige also in der Pandemie reicher werden, werden viele ärmer. Und das hat der Datenreport des Statistischen Bundesamts noch einmal bestätigt. Die untersten Einkommensgruppen waren am häufigsten von Freistellung und Erwerbslosigkeit betroffen. Jeder fünfte Geringverdiener gab an, in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gekommen zu sein. Die Gastronomie mit ihren vielen Gelegenheits- und Minijobs ist seit Monaten wieder im Lockdown. Die Veranstaltungsbranche und der Kulturbereich waren seit einem Jahr eigentlich nie wirklich draußen. Hilfen erreichen diese Menschen kaum oder gar nicht. Ganz anders die Großen. Die Milliardenhilfen, z.B. für die Lufthansa oder für TUI, die waren schnell geschnürt, ohne dass sie an den Erhalt von Arbeitsplätzen gebunden waren. Die Novemberhilfen für die Masse hingegen sind an viele Bedingungen geknüpft, und sie sind jetzt im März zum Teil noch nicht vollständig ausgezahlt. Jetzt im März noch nicht.
und viele Menschen fallen komplett durch das Raster, viele Kulturschaffende, viele Solo-Selbstständigen. Da scheitert die Hilfe am politischen Willen, und das ist ein riesiges Problem. Deshalb hat DIE LINKE einen solidarischen Lockdown gefordert, der Hilfen und Lasten gerecht verteilt und wo die Beschränkungen eben nicht nur am Privatleben und an einzelnen Branchen ansetzen. Es kann doch nicht sein, dass die Veranstaltungsbranche und Schausteller de facto seit einem Jahr einem Betätigungsverbot unterliegen und andere Unternehmen ihren Beschäftigten Homeoffice verwehren, weil sie keine Lust haben, in VPN-Anschlüsse zu investieren. Also hier brauchen wir doch klare Vorgaben, und die Halbherzigkeit beim Infektionsschutz im Erwerbsleben und in den Betrieben trägt auch dazu bei, dass der Lockdown sich länger hinzuziehen droht, mitsamt seinen teils drastischen Einschränkungen im Privatbereich und für die Arbeitsplätze in bestimmten Branchen. Was wäre also nötig? Nötig wäre Testen, Impfen und die Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Diese Instrumente gibt es, sie müssen aber umgesetzt werden, und zwar flächendeckend. Und dazu braucht es eine Strategie und kein Stückwerk, meine Damen und Herren. Die große Gefahr durch Corona ist, dass viele Menschen infiziert sind, das aber gar nicht merken, weil sie keine Symptome haben, aber andere Menschen anstecken, die dann schwer erkranken. Und dagegen gibt es ein wirksames Mittel, das ist das Testen. Und es wird immer noch zu wenig getestet, und vor allem gibt es zu wenig kostenfreie Tests. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland bei Tests pro 1 Million Einwohner auf Platz 52. Und weit hinter den meisten anderen europäischen Staaten, schauen wir nach Dänemark oder auch in andere Länder, stellen wir fest, dass dort deutlich mehr getestet wird. Wir Landtagsabgeordnete in diesem Saal werden die Woche jeden Tag getestet. Und das ist gut, und das ist richtig. Aber das brauchen wir doch für viel mehr Menschen, die zur Arbeit gehen und die mit der Unsicherheit leben und nicht wissen, ob sie sich infiziert haben. So kann man Infektionen rechtzeitig erkennen. Und ja, Herr Ministerpräsident, das kostet Geld, aber es rettet Leben. Und angesichts der immensen Summen, die gerade aufgewendet werden, und in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, kann doch eine vernünftige Teststrategie nicht zu teuer sein. Natürlich ist Testen eine Momentaufnahme, und das macht Abstand und Maske nicht überflüssig, aber durch regelmäßiges Testen werden Infektionen erkannt und Kontakte ermöglicht. Und warum gibt es denn nicht wirklich flächendeckend Testzentren, wo sich Menschen kostenfrei testen lassen können? Diese verfehlte Teststrategie hat fatale Folgen. Das haben wir eben vor allem in den Alten- und Pflegeheimen gesehen. Im ersten Entwurf der Bund-Länder-Runde stand, dass jeder zweimal pro Woche kostenfrei getestet werden soll. Zweimal pro Woche, das stand im ersten Entwurf. Das ist auch schon nicht sehr viel, weil wenn man sich überlegt, dass die Tests nur einige wenige Stunden Aussagekraft haben. Und jetzt ist es gesenkt worden auf einmal die Woche. Und das kann doch nicht sein, dass man ausgerechnet an der Stelle sparen will. Und dass Sie jetzt, Herr Ministerpräsident, sagen, dann sollen die Menschen halt ihre Selbsttests selber bezahlen, wenn sie Freizeiteinrichtungen besuchen sollen. Viele Menschen haben massive Einkommensverluste durch die Corona-Krise, durch Jobverlust, durch Kurzarbeit. Menschen, die durch Niedriglöhne arbeiten, die Hartz IV beziehen, die von kleinen Renten leben, die müssen sich jetzt schon medizinische Masken kaufen, weil sonst können die gar nicht mehr Bus und Bahn fahren oder einkaufen gehen. Das sind Einwegprodukte, die sind nicht im Hartz IV-Satz enthalten. Und jetzt sollen diese Menschen sich auch noch die Selbsttests selber finanzieren, damit sie vielleicht mal abends ein Bier trinken gehen können oder am gesellschaftlichen Leben irgendwie teilhaben können. Ich will Ihnen das nur sagen. Sie sagen 4 Euro pro Test, und das ist zu teuer für den Staat. Ich will Ihnen nur sagen, im Hartz-IV-Regelsatz für Kinder ist am Tag 3 Euro für Essen vorgesehen. 3 Euro. Und von den Menschen zu verlangen, die sowieso schon krasse Verluste jetzt einkommensmäßig erlitten haben, dass sie ihre Tests selber bezahlen, wird zum einen darauf hinauslaufen, dass einfach Menschen sich nicht testen lassen, weil sie es sich nicht leisten können. Oder es wird darauf hinauslaufen, dass Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Und deswegen sagen wir kostenfreie FFP2-Masken für alle Menschen, die sich das nicht leisten können. Und natürlich kostenfreie Tests. Das brauchen wir, und das kann doch angesichts der immensen Kosten. Ich meine, denken Sie dran, Sie haben ein Sondervermögen von 12 Milliarden aufgelegt. Was kostet das die Bewältigung dieser Krise? Wenn wir das mit Testen die Zahlen runterkriegen, dann darf das doch nicht zu teuer sein. Da kann man doch nicht sagen, die Leute sollen es selber bezahlen. Und im ersten Entwurf stand auch drin, dass die Arbeitgeber verpflichtet werden sollten, ihre Beschäftigten zu testen, wenn sie in Präsenz arbeiten. Das ist auch rausgeflogen. Warum? Warum kann man nicht die Arbeitgeber verpflichten, dass sie diese Tests anbieten? Man kann die Arbeitnehmer nicht verpflichten, dass sie sie annehmen, aber man kann die Arbeitgeber verpflichten, dass sie sie anbieten.
Und ich bin mir sehr sicher, dass die Nachfrage nach QR-Tests sehr groß ist und dass das notwendig wäre, eben auch um die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Aber in Hessen ist es der Landesregierung ja nicht einmal gelungen, die sowieso viel zu geringen Bundesvorgaben beim Testen rechtzeitig umzusetzen. Und damit sind wir wieder deutlich hinter den meisten anderen Bundesländern. Das Gesundheitsministerium hat es nicht einmal geschafft, bis zum 8. März, wo eigentlich alle Menschen den Zugang zu kostenfreien Schnelltests erhalten sollten, die entsprechende Verordnung zur Kostenübernahme zu erlassen. Wieder haben Apotheken und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aus dem Pressestatement erfahren, dass sie ab dem 8. März testen sollen. Dazu gab es aber weder die Tests noch das Testpersonal. Und da sieht man, wie wenig vorausschauend sie agieren. Alle wussten doch seit Mitte Februar, dass es eine deutliche Ausweitung der Schnelltests geben wird. Aber was haben Sie denn daraus für Schlussfolgerungen gezogen? Warum haben Sie denn nicht vorausschauend Schnelltests eingekauft, Testcenter geplant und Testhelferinnen und Helfer geschult? Warum bestellt Hessen erst am 4. März Schnelltests, wenn am 8. März diese flächendeckend verfügbar sein sollen? Es ist wirklich unfassbar, wie schlafmützig diese Landesregierung in der Pandemiebekämpfung agiert, meine Damen und Herren. Aber auch in Hessen zeigt sich ja, dass es anders geht. Es haben sich ja Kommunen selber auf den Weg gemacht, um Dinge durchzusetzen. In Groß-Gerau, da wird seit mittlerweile 4 Wochen an 3 Standorten jede und jeder kostenfrei getestet. Im Wetteraukreis, da wird jetzt einfach mit den Impfungen in den Hausarztpraxen begonnen, während das Land noch ein Pilotprojekt ausschreibt. Die Kommunen handeln, weil ihnen die Zeit fehlt und die Landesregierung nicht in die Puschen kommt. Und da gibt es keinen Grund, sich selber zu loben, da gibt es einen Grund, sich selber zu hinterfragen, wenn nicht die Verantwortung abzuschieben, meine Damen und Herren. Es ist beeindruckend, dass es bereits nach 10 Monaten einen Impfstoff gegen das Virus gab. Aber wie bei der Forschung, die massiv und zwar in Milliardenhöhe durch öffentliche Mittel befördert wurde, gilt auch bei der Impfstoffproduktion offensichtlich, der Markt regelt es eben nicht. Und wenn es Probleme gibt mit den Produktionskapazitäten, den Lieferketten, der Beschaffung von Rohstoffen, dann muss der Staat eben eingreifen und die Lizenzen freigeben. Ja, dadurch wird nicht kurzfristig mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, weil es langwierige Verfahren sind und die zugelassen werden müssen. Aber mittlerweile sagt doch sogar die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass man sich zu wenig darum gekümmert hat, um die Produktion und die Zulassung von Impfstoff. Und die Pandemie wird doch auch im Herbst nicht vorbei sein. Also vielleicht für die reichen Länder dieser Welt. Aber wir müssen doch das Virus weltweit bekämpfen, damit man die Pandemie wirklich überwinden kann. Und deshalb ist es doch auch Solidarität mit dem globalen Süden, zu sagen, eine faire Verteilung von Impfstoffen, weg mit den Patenten und her mit den Lizenzen. Und beim Thema Impfen hört man auch keine Selbstkritik seitens der Landesregierung. Der Gesundheitsminister hat letzte Woche in der Hessenschau stolz erklärt, es geht voran mit dem Impfen. Hessen schließt zum Mittelfeld der Bundesländer auf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Als wäre das etwas, für was man sich loben sollte. Die Terminvergabe läuft immer noch ruckelig. Und dann werden die Menschen teilweise noch durch Plattformen zu falschen Impfzentren geschickt. Und dann sind es wieder die Kommunen und die Beschäftigten in den Impfzentren, die mit einer Engelsgeduld und viel Empathie für die Impfwilligen Tag für Tag solche Baustellen wieder glattbügeln. Dafür auch an dieser Stelle mal ein riesiges Dankeschön für alle, die diese wichtige Arbeit leisten. Zum Impfdebakel gehört auch, vollkommen schiefgelaufen ist die Impfung der über 80-Jährigen, die den Weg zum Impfzentrum nicht schaffen, die zu Hause gepflegt werden. Das ist eine hochvulnerable Personengruppe, die oft vorerkrankt ist, die bettlägerig ist, mit viel Kontakt zu unterschiedlichstem Pflegepersonal. 50.000 Menschen in Hessen haben sich, wie von der Landesregierung gefordert, schon im Januar schriftlich für eine Impfung zu Hause registriert. Und sie warten bis heute. Warum? Weil das Land nicht in der Lage ist, innerhalb von 2 Monaten den Kommunen eine simple Adressdatei zu übermitteln, damit die mobilen Impfteams ausschwärmen können. Und warum? Wie erklärt das Innenministerium das? Das Innenministerium sagt, es hätte datenschutzrechtliche Probleme gegeben. Herr Beuth, die Menschen haben Ihnen schriftlich eingewilligt. Darf ich bitte? Dummes Zeug, haben Sie gerade gesagt? Ich bitte, Äußerungen von der Regierungsbank hier aus Zwischenrufe zu unterlassen. Interessant, wenn der Innenminister mal hier am Pult erklären würde, warum das eigentlich nicht funktioniert mit den mobilen Impfteams. Wenn das alles dummes Zeug ist, was ich hier erkläre, dann wäre ich sehr gespannt auf Ihre Einlassung dazu, Herr Minister. Wer Großartiges leistet, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das medizinische Personal und das organisatorische, die Menschen, die an vorderster Front und unter hohem
persönlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen gegen das Virus kämpfen, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in der Pflege, in den Gesundheitsämtern und in den Laboren. Diese Menschen leisten sehr viel für diese Gesellschaft. Und seit Jahren wird dort gewarnt vor einem Pflegenotstand. Und in Hessen gibt es fast täglich Gesundheitsämter, die Überlastungsanzeigen machen. Aktuell melden der Kreis Offenbach und der Lahn-Dill-Kreis einen Engpass der Kategorie 3, höchste Kategorie. Das bedeutet, die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen erfolgt aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr vollständig. Ja, Herr Ministerpräsident, nach einem Jahr haben wir eine Nachverfolgungs-App und ein einheitliches System, sagen Sie heute. Nehmen Sie die Überlastung ernst im öffentlichen Gesundheitsdienst, stocken Sie dort Personal auf, statt sich dafür zu feiern, dass Sie jetzt endlich einmal im Bereich der Digitalisierung einen Minischritt vorangekommen sind. Wir müssen doch die Lehren aus der Krise ziehen, und das heißt, dass das Gesundheitssystem gut ausgestattet werden muss, statt es mit Privatisierungen und Fallpauschalen immer weiter auszuquetschen und auf Kante zu nähen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche besonders unter der Lockdown-Situation leiden. Und das betrifft natürlich den Bereich der Schulen und der Kitas. Und da fragt man sich natürlich, warum hat die Landesregierung so lange den Wechselunterricht blockiert? Warum gibt es keine Luftfilter in den Klassenräumen? Ja, warum gibt es an vielen Schulen nicht mal Seifenspender, damit die simpelsten Hygienemaßnahmen eingehalten werden können? Wir leben in einem reichen Land, aber die Schulen sind so schlecht vorbereitet auf die Pandemie. Und da hat die Landesregierung den letzten Sommer komplett verschlafen. Der hätte genutzt werden können, um sich auf den Corona-Winter vorzubereiten, um echte Konzepte zu entwickeln. Lüften ist kein Hygienekonzept, meine Damen und Herren. Und Herr Ministerpräsident, Sie sagen, Deutschland und Hessen sei bisher gut durch die Krise gekommen. Das mag ja für die erste Welle noch gelten, aber angesichts von 73.000 Toten, von fast 3.000 Toten in hessischen Pflegeheimen und von aktuell stark steigenden Infektionszahlen ist Selbstlob völlig fehl am Platz. Sie reden an der Realität vorbei. Das hat mit Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung nun wirklich nichts zu tun. Es hat nichts mit Vorsicht zu tun, wenn Sie heute ankündigen, entscheiden zu wollen, wie Hessen reagiert, wenn die Inzidenz von 100 auf 100 steigt. Herr Ministerpräsident, Ihre Aufgabe wäre es, zu verhindern, dass die Inzidenz auf über 100 steigt, das zu verhindern und die Zahlen runterzukriegen und nicht dabei zuzuschauen, wie die Inzidenz immer weiter steigt. Das hat man doch, die Erfahrung haben wir doch im Herbst gemacht, da wo man viel zu spät reagiert hat und auf einmal im exponentiellen Wachstum war. Vertrauen. Sie verspielen Vertrauen durch chaotische Impfvergabe, durch fehlende Tests und durch CDU-Abgeordnete, die sich in der Pandemie bereichern. Auch dazu haben Sie leider nichts gesagt. Und Verantwortung würden Sie übernehmen, wenn Sie Ihre eigene nicht immer abschieben würden auf den Bund, auf die Kommunen, auf die Schulen und wenn Sie Verantwortung für Fehler übernehmen würden, statt sich völlig unangebracht zu freuen und zu loben, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, letzter Satz. Dass viele Menschen zunehmend verärgert, enttäuscht und zornig sind, wie Sie sagen, liegt auch nicht an den kritischen Kommentaren von Medien und Interessengruppen der GEW oder der Opposition, die die Menschen verwirren würden. Nein, es liegt an Ihrer Politik. Es liegt daran, dass Sie Warnungen ignorieren und Vorschläge abbügeln. Vielen Dank.